Es geht heute darum, dass ich von Berlin nach München fahre mit einem Elektroauto, welches, glaube ich, aktuell sogar tatsächlich den kleinsten Akku am Markt hat. 28 Kilowattstunden. Fuck, Stau. Na, ob ich das überlebe? Dabei wissen wir doch alle, dass Elektroautofahrer im Winter regelmäßig erfrieren und im Sommer permanent Hitzetod sterben. Hallo, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Und für mich geht's heute von Berlin nach München. Und eigentlich muss ich noch gar nicht laden. Oh, guck mal, da fällt schon die nächste Zoe. Eigentlich muss ich noch gar nicht laden, aber ich habe einfach mal beschlossen, hey, ich schaue mir einfach mal den E.ON-Lader in Grunewald an. Und was soll ich euch sagen? Er funktioniert. Lustiges Fun Fact, ich habe gerade einen Techniker hier getroffen, der den gerade gerichtet hat. Ich werde jetzt so ein paar Kilometer nachladen und dann melde ich mich vom ersten Ladestopp und ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. Ciao. Ich bin heute auf dem Weg, wie schon erwähnt, nach München. Ich hatte eigentlich genug Kilometer drinne, um die nächsten Ladestopp zu erreichen. Aber ich habe mir gedacht, hey, in Grunewald steht ja so ein E.ON-Lader und man hat uns gegenüber ja immer wieder Besserung gelobt. Und dann wollte ich mal schauen, ob der jetzt funktioniert. Und wie ich dort ankam, stand dort gerade ein Techniker, der da gerade irgendwas gemacht hat. Und er hat sich sehr gefreut, dass ich dort war, weil er sagte, dass er eben nur ein AC-Testgerät dabei hat und kein DC-Testgerät. Das heißt also, ich war dann sein Testexemplar für die CCS-Ladung, die dann auch funktioniert hat, ohne Probleme. Starten mit der Maingau-App und auch wieder beendet, alles ohne Wenn und Aber. Ja, jetzt bin ich bei meinem eigentlichen Ladeziel oder Zwischenstopp angekommen, was ich mir eigentlich ausgeguckt habe, denn ich bin nicht ganz voll losgefahren. Ich bin jetzt Autohof in Brück, Linte oder so. Und ja, hier lade ich jetzt noch 15 Minuten und dann geht es weiter auf der A9 Richtung München. Diese Säule hier in Linte ist von Innogy. Laut Going Electric ist die auch nur über die Innogy App zu starten. Ich habe die EWE Stromtankkarte, da sind diese Innogy Schnelllader mittlerweile auch mit drin. Hatte angesteckt und wollte gerade starten, da startete sie von alleine. Also lade ich jetzt für mich gerade kostenlos und ja, das nehme ich doch gerne mal mit. Ne? In diesem Sinne, ich hole mir jetzt ein Eis. Und dann geht's weiter. Eis habe ich mir da mal abgeschminkt, denn das Problem ist nicht die Elektromobilität und dass die Ladung so lange dauert, sondern dass hier gerade einfach mal so zwei Reisebusse angehalten haben und zwei Schulklassen den Schachtelwirt da drüben bevölkern. Und ich da unter einer Stunde wahrscheinlich sowieso kein Eis kriege. Also, ich habe mir zu Hause kalte Getränke eingepackt. Zwei sogar. Das heißt, ich kann sogar einen kleinen Stau kommen. Ja! Es geht heute darum, dass ich von Berlin nach München fahre mit einem Elektroauto, welches, glaube ich, aktuell sogar tatsächlich den kleinsten Akku am Markt hat. 28 Kilowattstunden, eine
selbst erreichte Reichweite von 220 Kilometern. Hyundai gibt ja 280 Kilometer an. Jetzt hier reine Autobahnfahrt und mit 130 werde ich das nicht schaffen, also diese 220 Kilometer. Aber das macht auch nichts, denn in 78 Kilometer kommt mein nächster Ladestopp. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Habe mir den bewusst ausgesucht, denn in dem Umkreis sind ziemlich viele Ladesäulen defekt gemeldet. Jetzt könnte ich entweder einen Bogen fahren und die Säulen nutzen, die okay gemeldet sind in Going Electric. Oder aber ich fahre einfach mitten rein. Schön, das ist immer mein Lenkassistent. Ich habe aber die Hände am Lenkrad, nur wenn die Autobahn halt ziemlich gerade ist, dann ja, naja. Oder ich hab gesagt, ich fahre halt mitten rein und check einfach mal, ob die nach längerer Zeit, nach längerer Ausfall immer noch defekt sind. Ich will hier niemanden ärgern, aber nach, keine Ahnung, vielleicht so ein paar Tagen, ein, zwei Wochen oder so, wäre es doch schon mal geil, wenn das Ding dann mal wieder funktioniert, oder? Seht ihr das anders? Diskutiert mit mir gerne in den Kommentaren über alles, was ich hier sage. Wie ist es mit der Verfügbarkeit? Wie haltet ihr das? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Was ist ein adäquater Zeitraum, bis wann so eine Säule repariert sein sollte? Denn technische Defekte können wir ja nie ausschließen, aber was ist ein adäquater Zeitraum, wo man sagt, das müsste ich schon dem Betreiber, den Zeitraum muss ich dem Betreiber schon geben, um ihm einfach die Möglichkeit zu geben, dazu zu reagieren. Ja, ich melde mich wieder von Schkeuditz. Da werde ich dann nämlich laden. Hier in Schkeuditz. Dann werden wir doch mal sehen, ob die Säule funktioniert. Schließen Sie Fahrzeug an, werden wir mal machen. Und klicke die Klack, klicke die Klack. Tja, da funktioniert die Säule. Und ich habe mich eigentlich ja gar nicht so auf Going Electric verlassen, denn der ein oder andere wird sicherlich schon kennen, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Ich glaube, mit dem letzten Software-Update kam das beim Ioniq und nein, es ist kein Tesla, es ist kein i3 oder sonst irgendetwas. Aber es ist schön, dass es nachgerüstet haben via Software-Update. Und zwar zeige ich euch jetzt mal was. Beim Ioniq beispielsweise, ich habe jetzt hier eine Route zu laufen, dann oder wo auch immer, drücke ich einfach aufs I und dann kommt hier diese Anzeige, wo Wetter, Verkehr und sowas hatte ich schon immer, aber jetzt gibt es auch Live-Parkplätze und Live-Ladestationen. Wenn ich auf Live-Ladestationen gehe, dann kann ich sagen, nahe meiner Position, Zielort, Zentrum oder halt, wenn ich vorher den Cursor verschoben habe im Navi, dann auch nahe dem Cursor. Ich sage jetzt mal nahe meiner Position. Und siehe da, da taucht die Ladesäule auf, Schkeuditz Bierweg 6. Das ist hier bei der Aral-Tankstelle. Und das sieht man ja 3 Meter. Und da wird hinten grün angezeigt. Und bei grün heißt es, diese Ladesäule ist verfügbar, ist funktionstüchtig. Dann gibt's rot, ist nicht funktionstüchtig und grau, wie ihr es in der RWE-Säule da drunter gesehen habt. Das heißt, es gibt keine Live-Daten. Das funktioniert echt gut und ich muss sagen, ich benutze das aktuell gerade sehr gerne.
Ich gebe dann nämlich einfach immer eine Route ein und kann dann jetzt zum Beispiel sagen, also Going Electric sagt mir jetzt zum Beispiel, ich zeige euch das mal, Going Electric sagt mir jetzt die Ladesäule in Schleiz funktioniert. So. Und jetzt gehe ich wieder, ich habe die als Ziel eingegeben, die werden 108 Kilometern. Jetzt gehe ich aufs i, Live-Ladestation. Und jetzt sage ich aber, ich möchte die Ladesäulen nahe meinem Zielort. Und da gibt es nur diese eine. Und das ist die Allego in Schleiz und die ist rot. So, da zeigt das an. Die ist rot. Wir können jetzt mal parallel hier schauen und hier steht drinne zuletzt erfolgreich geladen am 9.6. und hier steht nichts drin. Wir können nochmal in Going Electric selber reinschauen. Es liegt keine Störungsmeldung vor. Also, ich werde mal dem Ioniq glauben, denn das Wort live, das hat für mich mehr Wert als eine Datenbank, die leider nicht. Die ist eine super Idee und funktioniert auch größtenteils, aber sie hat halt eben keine Live-Daten. Sie lebt halt eben erst davon, dass da jemand angekommen ist, der festgestellt hat, ich kann nicht laden. Ich suche mir meinen nächsten Ladestopp raus. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ja, Schkeuditz bin ich jetzt. Ne? In diesem Sinne. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich in Schleiz. Im Ioniq wird die Ladesäule als defekt angezeigt. In Going Electric steht sie noch immer als supi-dupi funktionierend drin. So. Bitte wählen Sie eine Ladeart. Machen wir TCS zur Abwechslung. Die pustet ganz schön. So, ist drin. Schließen Sie Ihr Fahrzeug an die Ladesäule an. Anschließen. So, und er lädt. Tja, zugegebenermaßen war mein eigentlicher Plan eine ganz andere Ladesäule, 20 Kilometer weiter. Und die hätte ich auch angesteuert. Und ich dachte mir nur, weil ich ja hier sowieso vorbeikomme, probiere ich sie gerade aus. Und das Lustige ist, ich bin rausgehechelt aus dem Auto, habe es ausprobiert. Dann zeigt die Ladesäule doch tatsächlich eine Störung an. Ich wieder rein ins Auto, Kamera genommen, wollte euch das jetzt nochmal zeigen und jetzt funktioniert so. Ja gut, also halten wir fest, spontane Wunderheilung oder auch die Live-Ladestationen sind vielleicht nicht 100% zuverlässig. Wobei ich sagen möchte, dass bei den Live-Ladestationen würde ich es so interpretieren, dass eine grün markierte, also eine erreichbare Ladestation aussagekräftiger ist als eine rot markierte. Denn warum der Server vielleicht eine Ladestation nicht erreichen kann oder nicht prüfen kann, ob sie verfügbar ist, das kann ja immer mehrere Gründe haben. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die dann auch nicht funktionsfähig ist. Ja? Gut, dann lade ich jetzt hier halt einen Schleiz und fahre danach weiter. Edge.
Elektroautofahren. Schon mal ein Auto bei 130 aufgetankt, du fühlst dich so ein bisschen wie so ein Kampfpilot in so einem Jet, die auch während des Fluges einfach aufgetankt werden. So ungefähr fühlt es sich an, wenn man hier so auf der Autobahn bergab und beim Allen sieht man die Bremsen angehen und selber guckt man und denkt sich, geil, ich habe ein Tempomat drin, ich tank gerade. Und ihr so? Ja, ich bin jetzt 6 Stunden unterwegs und habe bisher 2 Ladestopps mehr als benötigt gemacht. Das liegt nicht daran, dass ich so gerne Pause mache, sondern das liegt einzig und allein daran, dass ich es einfach mal selber auch irgendwo ausprobieren wollte. Wie ist es denn oder wie funktioniert das denn mit den Live-Ladestationen im Hyundai? Stimmen die Daten, stimmen sie nicht? Das sind wir ja gerade schon mal durchgegangen. Und jetzt könnte man sagen, okay, die Daten sind gewürfelt. Ich denke, die sind schon relativ zuverlässig. Also ich glaube sogar, dass sie zuverlässiger sind als Going Electric. Möchte ich einfach mal behaupten. Weiß nicht, wie oft sich dieser Server aktualisiert oder wie oft er die aktuellen Daten runterlädt. Dazu sei noch gesagt, dafür braucht man aber im Ioniq einen Hotspot, den ich habe, oder man muss den Ioniq per WLAN mit dem Internet irgendwie verbinden. Also das heißt, einen Hotspot mit dem Handy erzeugen als Beispiel. Mein Ioniq ist jetzt ziemlich genau 1,5 Jahre alt. Ich habe 56.000 Kilometer auf der Uhr. Wen wundert's, dass ich eigentlich relativ routiniert von Berlin nach München fahre? Ich bin die Strecke halt mit dem Ioniq, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal gefahren in den 1,5 Jahren. Ist dieses Video Clickbait? Könnte man jetzt drüber streiten? Nein, ich wollte mit diesem Video eigentlich eben genau diese Fraktion ansprechen. Ich wollte eben genau die Leute ansprechen, die noch Zweifel haben. Und das Problem ist, genauso wie sich Elektroautofahrer in ihrer Blase bewegen und sagen, das ist doch alles ganz klar, das ist doch alles ganz logisch, die Infos sind ja da, genauso bewegen sich halt Zweifler oder Petrolheads in ihrer Blase und sagen, das funktioniert nie, dafür habe ich sogar Belege. Und wenn die suchen, dann werden die auch welche finden, ohne Frage. Beide Seiten werden ihre Argumente finden. Mir ging es eigentlich eher hauptsächlich darum, ich will niemanden bekehren. Ich wollte einfach nur ein Video machen, in dem ich zeige, Berlin-München ist gar nicht so ein Staatsakt. So, letzter Ladestopp vor München. Köschinger Forst habe ich mir ausgesucht, weil hier gibt es lecker Ionity Strom. Gut, der ist jetzt auch nicht anders als anderer Strom, aber es geht ein bisschen schneller. Echt schöne Tour nach München, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sobald ich so im Frankenland bin, mag ich das echt. Übrigens an jene, die jetzt immer noch zweifeln, dass man nicht mal eben so von Berlin nach München fahren kann. Ich möchte euch noch sagen, das Einzige, woran sowas heute noch scheitern kann, ist fehlende Redundanz. Köschinger Forst habe ich mir deswegen ausgesucht, weil hier sind 4 Ionity-Lader und ein E.ON-Lader. Und auf der anderen Seite der Autobahn nochmal genau das Gleiche. Das bedeutet, wenn ein Standort ausfällt, könnte ich hier über einen Versorgungsweg oder Schleichweg rüber auf die andere Seite. Ich hätte auch noch genug Kilometer gehabt, um eben mal eben die Strecke runterzufahren, eine Schleife zu fahren und wieder zurück. Redundanz ist das Zauberwort. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen keine Standorte mehr mit einzelnen Triple-Ladern, sondern wir brauchen halt solche Standorte. Und nicht nur von Ionity, sondern überall. Das ist das Einzige, was ich vielleicht noch so ein bisschen bemängeln würde. Ansonsten sind wir echt auf einem guten Weg und ich
weiß nicht, wie soll ich zeigen, dass ich ohne Planung unterwegs bin. Ich habe nichts in meinen Taschen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mir nicht glaubt oder wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr sehen wollt bei der nächsten Tour oder so, wie kann ich euch beweisen, dass ich ohne Vorbereitung, ohne großartig mir einen Plan zu machen oder sonst irgendetwas hierher gefahren bin. Und auch übrigens, auch wenn ich gesagt habe, dass ich schon 4-5 Mal in München war, ja, mit dem Ioniq, dann heißt es nicht, dass ich auch immer an den gleichen Ladepunkten lade. Ja? Also hier Köchinger Forst, den gibt es noch gar nicht so lange. Bilde mir ein, den gibt es vielleicht erst seit einem halben Jahr oder so. Also es kommen stetig neue dazu. Und wie gesagt, ich gucke halt wirklich nur auf die Karte, gucke, welcher Ladepunkt ist so mein Turnus, den ich jetzt gerade hinschmeißen möchte, entfernt. Manchmal, ich habe es ja auch schon gehabt, es muss nicht immer der gleiche Turnus sein. Ne? Also ich bin auch schon mal an eine Lademöglichkeit rangefahren, habe angestöpselt, wollte dann zum Chemiker was essen, habe festgestellt, oh, der hatte zu. Ja, dann habe ich halt abgestöpselt und dann bin ich weiter. Und dann war der nächste Sprung halt eben nur, keine Ahnung, 50 Kilometer oder so. Weil ich in den 5 Minuten hatte ich ein bisschen was geladen, hatte noch ein bisschen was drin. Dann habe ich nur einen Sprung von 50 Kilometern gehabt. Und dementsprechend verschieben sich dann alle weiteren Ladepunkte. Aber auch das ist kein Problem. Das ist, ja, man muss sich halt nur darauf einlassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss bereit sein für eine neue Technik und eben nicht an den alten Zöpfen festhalten. Haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube noch nicht, dass es irgendeine Zivilisation oder irgendein Lebewesen jemals vorangebracht hat. Naja, gut. Hier ist ziemlich laut auf der Autobahn. In diesem Sinne...